Beta-Kern. Verbessert die maximale Beta-Energie. In zwei Runden kriege ich eine bessere Beta-Energie. Scheint echt selten zu sein, ne? Kann ich auch eigentlich auch. Da geht's ab, jetzt runter. Okay. Da unten ist alles voll. Hier gibt es noch irgendwas Grünes. Extremes Polymermetall. Wir haben Glück. Da ist eine Vorratskiste. Ist doch alles gut gelaufen, alter Mann. Ich habe zwar eine ganze Munition wegen dir verballert, aber... Hier liegt wieder so ein Mensch herum. Frage ist, wo? Warum kann ich da nicht hin? Warte mal. Kann ich ja vielleicht von hier oben lang? Da ist eine Kiste. Ich brauche ein längeres Kabel. Das Kabel spannt so sehr. Ich weiß nicht, ob ich... Kann man machen. Yay! Mehr Lebensenergie! Ja. Nice! Oh, fuck. Ich habe gerade selbst in die Luft gejagt. Das war dumm. Das hätte auch einfacher gehen können. Ding, 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 ding.
Finde ich cool. So wie das aufgenommen wird. Hat was. Susans Zustand verschlechtert sich zunehmend. Es scheint, als ob ihre Körperzelle langsam erschöpft. Das nennt man Herz, wenn ihr Menschen seid. Wir müssen diese ersetzen. Ja, das geht nicht so einfach. Bevor es zu spät ist. Pablo, es tut mir leid, mein Freund. Es tut mir so leid. So schrecklich leid. Was zum Geier? Achso, habe ich schon aufgemacht. Okay. Ja, hier hätte ich offiziell lang gehen sollen. Wer ist der? Ich habe ein Munitionsproblem, habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Omnibolzt schon wieder? Was zum Geier? Ich muss hier mal dringend irgendwas... Hier oben ist eine Straße. Ja, da hinten ist ein großes Lager. Und nicht weit auch ein Lager. Halten wir an. Ich will mein Headset abnehmen. Ja, aber vorher muss ich diese... Was war das denn? Ist aber ein schönes Lager. Zunehmend gemütlich. Na gut, Fähigkeitenbaum. Eine Menge. So. Ich dachte, er wollte mir was erzählen, weil er gesagt hat, dass ich mir mein Headset abnehme. So, bin noch mal kurz im Bad. Bis gleich. Gut, dass ich hier noch eine Steckdose in der Nähe von der Couch habe. Das ist nicht genug. Einmal fürs Handy und einmal für das Netz. So, da bin ich wieder. So, ich hoffe, ihr habt noch Spaß an dem Spiel. Ich find's aktuell ganz angenehm. Hey, warte mal. Hast du das Geräusch gerade gehört? Ja, ich hab's gehört. Ja, ich hab mir die Hose gepiept. Bereit machen. Oh, fuck, nein. Sui, bist du noch da?
Ah. Stimmt, ich kann ja die Outfits von denen auch in. Vielleicht. Oh nein, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Hurenbock. Dieser Hurenbock. Ja, muss ja neu laden, wenn ich Dingsbums mache. Okay, verstehe. Den kenne ich aus der Demo. Hätte nicht gedacht, dass es diese, dass es der ist. Hey, warte mal. Nein, warte ich nicht. Hast du das Geräusch gerade gehört? Ja, hab ich. Ja, das hab ich. Alter, wir haben auf Fahrt zurückgestellt. Ich werde so heulen. Oh Mann! Aua, du Bastard. Jetzt habe ich ein bisschen Übung. Alter, in der Demo hattest du das Doppelausweichen nicht, ne? Thank you.
ich hätte... Scheiße. So, ich bin eigentlich gut gerüstet. Ja, ich kenne den ja aus der Demo tatsächlich. Also dementsprechend, ich traue mir zu, dass ich den jetzt schaffe. Ich habe aber auch das Gefühl, dass dadurch, dass ich jetzt gute Skills habe und jetzt doppelt ausweichen und dem ganzen Kram, dass ich da jetzt besser zurechtkomme. Oder generell vielleicht. Am Anfang finde ich der Schwierigkeitsgrad der Boss vielleicht ein bisschen zu schwer. Ah, Mann. Da wollte ich zu viel. Drauf geschissen. Komm. Oh, du Hurenbock. Aber zum Glück ist das ein... Oh, Mann. Fuck. Scheiße.
komm her. Komm her. America, fuck yeah. Einfach unglaublich. Die Erfahrungen aus der Dingsbums haben sich A, bezahlt gemacht und zweitens dadurch, oh, komm schon. Und dadurch, dass ich jetzt mit den ganzen Waffen und den ganzen Sachen mich vorbereiten konnte. Schubfähigkeit. Ein erfolgreich perfektes Ausweichen, Blitzeln oder Zurückschlagen lädt deine Schubenergie auf. Mit der aufgeladenen Schubenergie kannst du Schubfähigkeiten einsetzen. Während du R1 gedrückt hältst, zack, 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 drückst und deine Schubfähigkeit einsetzt. Ja, das ist mir schon klar. Ja, zusätzlichen Angriff ausführen. Dieser zusätzliche Angriff zählt als Schubfähigkeit, verbraucht Schubenergie. Ja, ist mir schon klar, aber... Ein Zug auf einer Hebe... was ist denn BU? Sieht auch nicht gerade einfach aus. Lass es uns mal näher ansehen. Alter Schwede. Hat was. Dead ass, please give to me, dead ass. Ich glaube, die Hebebühne wurde zur Reinigung der Waggons genutzt. Nutzen wir die Steuertafel, um rüberzukommen. Der Ausgang ist da drüben. Ich habe keine Ahnung. Roboter. Ich will aber zum Roboter, um ehrlich zu sein. Ich will gucken, ob ich irgendwie zu dem Roboter komme. Ich glaube, ich habe auch eine kleine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ah, ich kann den sauber machen. Okay, das ist cool. Aua. Na, geht auch so. Ich dachte, ich hätte es nochmal zurück führen müssen, aber geht wohl auch so. Normal Draft mit einem Kumpel. Go, go, Graf, knapp.
vorsichtig. Vielleicht hat's mit dem Zug zu tun. Ja, ich weiß. Gut. Ich sehe mir den Zug nochmal an. NZ2R5. Was zum Geier? N72R5. N72R5, okay, N72R5. Meine Güte, N72R5. was? N72R5. GG! No competition for me. Ah, Upgrade Station, yes! Ich registriere ein Kernsignal unter uns. Ich befürchte, wir müssen durch die Kanalisation. Muss das sein? Ja, muss ich bis die Scheiße bauen. Ich möchte wirklich nicht nass werden. Das Transportnetz wurde auf der Kanalisation errichtet. Wenn du nicht willst, suchen wir einen anderen Weg. Was? Was war das denn gerade? Dieses Geräusch, das ist nicht normal. Warum ist dieses Geräusch auf dem Kanal des Landetrupps? Nativas sollten keine Kommunikationsleitungen hacken können. Oh, das Geräusch entspricht dem Negativmuster des Alpha-Kerns. Verflucht nochmal. Was ist denn da unten los? Das müssen wir selbst herausfinden. Beeilen wir uns. Ui. Ich will trotzdem erst nochmal hier. Ah. Jetzt ist der ganze Kram freigeschaltet. Verstehe. Okay. Jawohl. Jawohl. Bark. Ja, aber ich hab doch so einen Scheiß. Benutze die Omnibolt, um Modifikationssockel an der Reparaturkonsole freizuschalten. Oh, 3 von 5. Leck mich doch. Kein Geld mehr. Scheiße. Ups. Gefällt mir aber gut. Seid ihr noch spannend im Spielgeschehen mit mir am Mitfiebern? Oder macht das... Oder seid ihr einfach so nur da? Ich bleib jetzt übrigens erstmal so weitestgehend wieder auf normal, weil ich das Gefühl habe, jetzt bin ich mittlerweile gut im Spielgeschehen drin. Hier ist Sektor 9. Die Biester kommen durch die Abwasserkanäle.
Der Eingangssprengvorgang kann nicht durchgeführt werden. Der Spähtrupp ist noch nicht zurückgekehrt. Wir haben noch etwas Zeit. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Schade, dass man hier nicht Dingsbums machen kann. Was ist das? Wow, das sieht kompliziert aus. Wir werden den Lift nach oben nehmen müssen. So kommen wir zum Ausgang. Entweder links oder die Leiter nach unten. Wollen wir uns ansehen, was möglich ist? Da unten liegen noch ein paar Menschen, die würde ich gerne mitnehmen. Aber hier auch. Das liegt besser als gedacht. Was hat es denn mit diesen nicht hackbaren Kisten zu tun? Keine Sorge, Jomi, alles wird wieder gut. Ich werde dich von all dem Leid befreien. Sobald deine Seele deinen Körper verlässt, wird sie eins mit Mother of Bear. Also schließ die Augen. Oh je. Armer Kerl. Aber wie ist der denn? Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht nach links gehen konnte, dass ich hier runter muss. Und mach sie alle fertig, na, auf jeden Fall. Muss sich bewegen, damit wir nach oben kommen. Ich suche die Fusionszelle. Finde den Sicherheitscode und bring die Fusionszelle weg. Ja, das wird wahrscheinlich. Ich möchte leben. Ich will so nicht sterben. Jesse, Paul, Norman, Harry, Daisy. Oh wei. E-Kack. G-Z. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber hier... ist doch da oben ein besonderer Mensch.
bin aber ganz kurz im Bad. Meine Hände fangen an zu kleben. Muss mal kurz die Hände waschen hier. Ja, schlimm. So, läuft's doch wieder. Sicherheitscode und die Drohne. Finde den Sicherheitscode und bück die Fusionszelle in der Truhe. Lass mich raten. Die Truhe ist da oben. Ach, komm schon! Alter, leck mir doch am Arsch, ey. Super. Ach, gefunden. Jetzt lass uns nach unten gehen. Ja, aber hier gibt's ja noch was zu entdecken. Kommen die da einfach raus, diese Lümmel? Es war mir aber klar, dass wir irgendwie beides nehmen müssen. Dieser besondere Mensch, der uns irgendwas gibt. Wahrscheinlich ein Beta-Kern oder so, weil so langsam könnte die Beta-Energie mal ein bisschen oder Schild erweitert werden. Beta-Energie geht eigentlich, finde ich.
Darüber muss ich, okay. Da gibt's auch einen Mensch. Eine Schleuse in der Kanalisation. Wir müssen diese Tür irgendwie aufkriegen. In der Außenwelt war alles anders vor dem Krieg. Man musste für seine Verbrechen bezahlen, wenn man erwischt wurde. Doch hier im Untergrund bist du tot, wenn du erwischt wirst. Selbst wenn du unschuldig bist. Diesen Monstern ist alles egal. Lass dich bloß nicht von ihnen erwischen. Oh wei. Ich will nochmal in der Anleitung was gucken. Aufprallkontrolle. Drücke M, um schnell auszuweichen, nachdem Eve zu Boden gegangen ist. Wenn dein Gegner gelb aufleuchtet und Angriffe ausführt, gegen die du dich nicht verteidigen kannst, wehre dich mit perfektem Ausweichen. Wenn ein Gegner rot aufleuchtet und versucht, Combo-Angriffe auszuführen, wehre dich mit Abwehren und perfekter Abwehr, okay? Wir wissen, was das mit diesen lila Dingsbums auf sich hat. Fähigkeiten erlernen, Stürm-Beta-Fähigkeit. Ja. Wenn der Gegner blau leuchtet und einen tödlichen Angriff ausführt, kannst du ihn mit Blinzeln kontern. Wenn sich der Gegner reinleuchtet, Eves Schwert in dieser Farbe. Wenn ein Gegner lila leuchtet und einen tödlichen... Kannst du ihn mit Zurückschlagen kontern? Wenn sich dein Gegner innerhalb der Reichweite der Fähigkeit befindet, leuchtet Eves Schwert in derselben Farbe. Ja, bringt mir halt nur nichts. Weil ich nicht weiß, was Zurückschlagen ist. Zusetzen. Warte mal. Zurückschlagen. Standardkampf. Was ist denn Zurückschlagen? Ja, ich weiß was. Ja, aber was für eine Taste, das hasse ich. Was für eine Taste muss ich drücken? Ich gehe mich ausruhen und penne. Gute Nacht. Hau rein, Justin. Das haben sie verkackt. Wenn ich will jetzt